Zu meiner juristischen Ausbildung kann ich sagen, ich habe mein Jurastudium begonnen an der Universität in Bayreuth, bin dann nach Düsseldorf gewechselt und habe dort weiter in der Kanzlei gearbeitet im Bereich Energierecht und habe mich dann entschieden, im März 2011 zu Baden-Burgart zu wechseln. Ja, meine wichtigsten Stationen in der Ausbildung waren sicher das Secondment im Ausland, mal zu sehen, auch wie ein Mandant arbeitet, wie es im Unternehmen zugeht. Das war sehr lehrreich, weil man auch auf sich allein gestellt war, nach wenigen Monaten schon bei Mandanten im Ausland. Und das sind die beiden Dinge, die mir sehr geholfen haben, auch auf meinem weiteren Karriereweg, unternehmerisch zu denken, was man bei Baden-Burgart sehr gut kann und sehr frühzeitig auch soll, und den Mandanten zu verstehen. Und diese beiden Punkte sind, glaube ich, das eine der entscheidenden Kriterien, um guter Anwalt zu sein. Ja, mein typischer Arbeitsalltag bei Baden-Burgart ist regelmäßig dreigeteilt. Es gibt einerseits viel Organisatorisches zu erledigen. Als Teamleiter von dem Team im Energiebereich ist da viel Abstimmungsbedarf mit den Kollegen. Es sitzen auch einige Kollegen am Berliner Standort, hier bei uns in München. Da ist viel miteinander zu besprechen. Das andere ist auch wichtig für jeden Anwalt, die Akquisetätigkeit. Da werden Vorträge vorbereitet, Veröffentlichungen geschrieben. Und das dritte ist der Schwerpunkt, logischerweise die eigentliche inhaltliche Arbeit. Schriftsätze formulieren, Gutachten schreiben, Verträge gestalten und verhandeln. Ja, die besonderen Fähigkeiten in meiner beruflichen Tätigkeit, auf die es ankommt, sind aus meiner Sicht ganz entscheidend die Neugier und das Interesse, sich in neue Themen einzuarbeiten. Und ein zweiter ganz entscheidender Punkt ist zu verstehen, dass die Unternehmen weniger an den juristischen Lösungen interessiert sind, sondern oftmals an dem, was da wirtschaftlich dabei hinten rauskommt sozusagen. Und hier ist es einfach ganz wichtig zu verstehen, die wirtschaftlichen Zusammenhänge und die wirtschaftlichen Bedürfnisse beim Mandanten, um dann seine juristischen Ergebnisse auch dementsprechend einordnen zu können und dem Mandanten das Ergebnis zu liefern, das für ihn verwertbar ist. Die Besonderheiten, die Tätigkeit mit sich bringt, ist, dass es in der Tat sehr flexibel sein muss. Und das andere ist, dass man auch bei dieser Flexibilität schnell umpriorisieren muss, weil es kann immer wieder sein, dass kurzfristig Anfragen kommen, die dazu führen, dass man seine Pläne über den Haufen werfen muss. Auch das Thema, wie man junge Kolleginnen und Kollegen weiterentwickelt. Wir haben letztes Jahr ein neues Fort- und Ausbildungsprogramm aufgesetzt, das man mit den Partnerkollegen abgestimmt hat, wo die Bedürfnisse sind, wo jeder sich einbringen konnte, wo er meint, was wichtig wäre, wie man die jungen Kolleginnen und Kollegen ausbildet. Das haben wir dann in eine Baden-Burgart Academy münden lassen und machen hier für die jungen Kollegen ein Aus- und Fortbildungsprogramm, und die jungen Kolleginnen dann auch die Möglichkeit haben, sehr frühzeitig viele Partner von Baden-Burgart kennenzulernen, um sie hier von Anfang an wohlzufühlen. Und wir versuchen, sie an die Hand zu nehmen. Ja, mein Tipp für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen ist vielleicht etwas unkonventionell. Ich würde nicht empfehlen, sich frühzeitig auf eine bestimmte Sache festzulegen, sondern ich habe es zumindest so gemacht, so lange wie möglich offen zu bleiben, sich eine breite Vielfalt anzugucken von Themen, auch von Arbeitgebern, dass man eine große Bandbreite hat, aus der man danach auswählen kann. Eine Spezialisierung ergibt sich dann aus meiner Sicht irgendwann automatisch. Da spielt auch viel der Zufall mit und sollte einfach gucken, dass man hier breit aufgestellt ist. Es ist aus meiner Sicht auch immer wichtiger, rundum beraten zu können und eine große Bandbreite zu haben, vor allem auch wirtschaftliche Kenntnisse. Das ist ganz entscheidend, dass man auch wirtschaftliche Zusammenhänge versteht. Und jetzt immer wichtiger ist einfach auch das ganze Thema der Digitalisierung, Technisierung, dass man hier auch eine gewisse Affinität hat. Das wird die Zukunft sein und da wird man sich auch als Anwalt darauf einstellen müssen.